mit diesen Tränken könnte man halt sich tarnen als edle Damen. Das heißt, dieser Trank. Was macht er genau? Verwandlung in eine Frau. Ich hatte das nicht ganz verstanden. Kannst du das nochmal? Er verwandelt dich in eine Dame. Oh, schön. Es geht natürlich schneller als das, was ich vorhatte. Sind das auch 5 Tränke? Und wie viele davon hast du? 3. Tja, dann bin ich da wohl leider außen vor. Ja gut, dem Kälber würde sowieso keiner die Dame abnehmen. Nun ja. Ich könnte euch reinschmuggeln. Mit entsprechenden Empfehlungen schreiben und meinem fetischen adligen Hintergrund. Die Schule ist ja für adlige Damen. Aus Schädeljagd. Es fällt dann niemanden auf, wenn wir da einfach, vorausgesetzt, wir machen das so, inmitten der Akademie in der Mädchenschule auftauchen und... Na, wieso auftauchen? Ihr werdet ja angemeldet. Kelvoria, Emilia. Gut, nehmen wir mal an. Leodia. Was ist der Plan von da aus? Wir finden Fava und nehmen sie einfach mit, oder was ist der Plan? Na, es wird ja einen Grund geben. Wir reden erst einmal mit ihr. Ja, siehst du, da fängst du ja schon an. Eigentlich war es sowieso von Anfang an ein fruchtloses Unterfangen, zu versuchen, mich da reinzubringen. Wieso? Weil ich nicht weiß, wie sie aussieht und mir keine Namen merken kann. Das ist ein Argument. Ja, gut. Das ist ein guter Punkt, ja. Na, das ist doch kein Problem. 3 Tränke. Was? Gut, für Ciana haben wir jetzt keinen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ciana ist bereits eine Frau. Achso, ich dachte, sie macht jemanden zu einer Dame. Der Trank verwandelt dich in eine Frau. Er bewirkt keine Wunder. Wie weit geht diese Verwandlung? Denn genau. Und wie lange hält die? Der Mann, wer steht da? Nicht. Wie? Hätte uns wie? Für immer eine Frau machen? Nein, er ist nicht für immer. Wir hatten ja die Leute festgesetzt und verurteilt. Sie haben sich irgendwann von selbst wieder zurückverwandelt, aber was wir konnten halt nicht einschätzen, wie lange. Je nachdem, wie kraftvoll der Trank ist, wird es höchstwahrscheinlich zwischen 10 Minuten und einer Stunde andauern. Es sei denn, es ist ein sehr, sehr starker Trank, dann vermutlich ein Tag. Kannst du dir diese Tränke einmal anschauen, um es genau zu bestimmen? Das wäre wichtig für unsere Planung. Tränke, das sind magische Tränke. Das ist ein Unterschied wie zwischen der Anatomie eines Hundes und der Anatomie einer Qualle. Na, dann kann das ist ein großer Unterschied. Malfas hat keine Ahnung von Magie. Ich habe nicht keine Ahnung von Magie. Ich habe keine Ahnung von dieser Art. Ich kann mir der Kannenebene anschauen. Ja, dann los. Dann bitte. Jo, dann würfel ich einmal Arcana, aber. Mein Charakterbogen ist zugegangen. Als ich neu geladen habe. Ich muss ihn eben werfen. Ja, meine Augen. Dann mal raus. Du kannst nicht sagen, wie lange er behalten wird, aber es scheint sehr hochwertige Qualität zu sein. Scheint schon hochwertige Qualität zu sein. Heißt, wir haben eine gewisse Dauer. Aber gibt es da irgendwelche Risiken, Nebenwirkungen? Die sind immer da. Aber kann es passieren, dass man diesen Effekt dann auch dauerhaft hat, wenn es schief geht? Natürlich.
Aber im Regelfalle nicht. Ja, gut. Und zur allergrößten Not sammeln wir etwas Geld zusammen und dann kriegen wir dich schon wieder hin, Leon. Wer sagt denn, dass ich da hingehen muss? Naja, wir alle. Ja, alle außer Matthias. Der uns reinschmuggelt. Ja, ich verstehe. Das wäre unsere erste gemeinsame Geheimoperation in Kintago. Gut. Wir gehen da rein und reden mit ihr. Was ist, wenn sie wirklich dort freiwillig ist und gar nicht ist gehen will? Ist sie nicht. Das wäre das teuerste Gespräch aller Zeiten. Wieso? Wir hatten dafür bezahlt. Wir könnten potenziell die Tränke verkaufen für 200 Goldstücke pro Trank. Bitte was? Sie sind schon recht wertvoll, aber ihre Funktionalität sollte doch diesen Geldreiz überbieten. Können wir uns nicht irgendwie anders dort einschleusen? Wo liegt denn jetzt das Problem? Dass wir generell alle zusammen unsere Gesichter schon zeigen. Nein! Ihr zeigt eure weibliche Version. Musstest du gerade dein Lachen zurückzuhalten? Nein. Und wir beide? Bitte? Wir beide zeigen unsere wahren Gesichter? Ich ja. Wenn wir das halt jedes Mal so machen, werden wir nicht mehr lange eine geheime Organisation hier sein. Das heißt, ich würde so aussehen, wie ich ausgesehen hätte, wenn ich eine Frau geworden wäre. Ja. Die Frage ist, ob das so anders aussieht überhaupt im Gesicht. Niemand würde, glaube ich, erwarten, wenn man uns dann als Männer wieder sieht, dass wir die Frauen waren. Außerdem werden wir geschminkt sein. Nee. Doch. Keine Schminke. Doch. Oh nein. Und wer übernimmt das? Doch. Ich nehme an, das können... Ich kenne mich nicht mit Schminke aus. Das könnten Emilius und ich übernehmen. Ich frage jetzt mal nicht. Ah ja, gut. Emil hat es ja vorhin auch schon gut geschafft. Ich bin ein Mann von Welt. Vor einer Woche. Das ist ein Verkleidungsset. Kein Schminkkoffer. Du hast aber noch nach dem Schminkset gefragt. Naja, weil es Schminke ist. Ja. Egal. Gut, aber ich möchte trotzdem noch mal einmal drauf zurückkommen, was wir tun, wenn wir das Gespräch geführt haben, nachdem wir das Gespräch geführt haben. Wir wissen ja noch gar nicht, was bei dem Gespräch rumkommt. Wir sollten aber trotzdem schon für die Eventualitäten, wie kommen wir wieder raus, unbemerkt, wird sich niemand wundern, dass diese vier eingeschriebenen Leute... Sehr gut! Wir brauchen den Gebäudeplan und den finden wir sicherlich im Stadtarchiv. Ja, das ist schon mal eine gute Richtung. Möglich. Eventuell... Ich weiß ja nicht. Wird man uns nicht suchen danach, wenn plötzlich dann unsere Namen wieder aus der Liste verschwinden oder auch nicht? Wo wir ja, wer sollte uns denn finden? Wir benutzen vermutlich falsche Namen. Das ist klar. Das ist selbstverständlich. Aber unsere Gesichter werden halt trotzdem bekannt sein. Eure weiblichen Gesichter. Nicht die geschminkten weiblichen Gesichter. Und ihr. Ach, ich lass mir schon was einfallen. Geschminken nämlich. Ich würde euch dann zumindest bekleiden, das wäre vorteilhaft, ja. Ja, meine ich doch, wir schminken sie. Gut, gut. Lass nur alleine. Na dann. Ihr wollt da einfach spontan reingehen und dann spontan handeln, je nachdem, was Frama sagt. Dadurch, dass wir nicht wissen, was dort gespielt wird und was Frana dort nun hält oder dergleichen. Vielleicht ist es auch wirklich ein, wir gehen rein. Frana sagt, nein, es war schon jetzt mein Traum, hier zu sein.
Und dann sagt Emilius, aber du bist doch Teil unserer Organisation. Und dann sagt Frana, oh, dieser liegt hinter mir. Und dann gehen wir wieder. Da wir es jetzt ausgespielt haben, finde ich, dass wir nicht nochmal dorthin gehen müssen. Es könnte aber auch sein. Ja, sie halten mich hier gefangen. Kann man sich das vorstellen, dass du gerade immer so links und rechts... Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Mein Fias geht darin auf, schauspielerisch. Sie ist Warum da... Warum bist du eigentlich nicht Schauspieler geworden statt Anwalt? Ja, weil ich bezahlt werden wollte. Ja, gut. Ich meine, allzu schlimm, es kann wohl nicht passieren, das ist eine Mädchenschule, was... Ha. Ja, mein Fias und Ciana beide so. Ha! Was soll denn das? Ha? Es gibt kein härteres Pflaster. Ich habe Dinge gelesen. Haben die ihre eigene Sicherheitssystem? Das ist so ein richtiges College-Teenie-Drama. Oh nein. Ja. Hier ist ein Sportlehrer. Ja, also. Also, ja. Dokumente fälschen, einen Plan des Gebäudes beschaffen und vielleicht schon mal ein wenig die Etikette und dergleichen durchgehen. Okay. Und vielleicht Kleidung besorgen, Schminke. Kleidung ist eine gute Idee. Kleidung, da weiß ich was. Ich werde in der. Ich werde in der Alabaster Akademie Bücherei nachschauen, ob ich dort Pläne finde. Ich habe eine Büchereikarte. Oh, die Macht der Büchereikarte. Ja. Es lehren sieht so aus, als ob ihm die Idee von Sekunde zu Sekunde weniger gefällt. Wenn der, Trank eingenommen wird, wie sehr werden sich die Maße von unseren jetzigen Maßen unterscheiden? Nicht sehr. Ähnlich. Also ich kann mir vorstellen, aufgrund von Kelvors Mutter, welche vermutlich große Brüste hat. Kelvor? Vermutlich. Was ist das? Normal, vielleicht ein bisschen größer. Sie hat jetzt nicht einen überüppigen Busen. Es ist nicht schlimm. Ich weiß, wie deine Mutter aussieht. Etwa so werden deine Brüste bestimmt auch aussehen. Wahrscheinlich nur ein bisschen straffer. Ich habe schon ein Bild rausgesucht. Nein! Oh nein, ich habe es mit euch überraschen. Ja, ich werde bei der Kleidung darauf achten, dass wir genug Schnürung haben, um die Größe anzupassen. Jedenfalls mit der Enge. Und wie lang glauben wir, dass die ganze Operation dauern wird? Na, hoffentlich nur einen Tag. Ach, einen ganzen Tag. Ansonsten haben wir ein Problem. Wir haben natürlich auch ein Problem, wenn wir uns in den ersten 10 Minuten zurückverwandeln. Dann sollten wir schleunigst verschwinden. Kann ich als Mädchen auch meine eigenen Haustiere in dieser Akademie haben? Soweit ich weiß, sind Haustiere verboten. Vielleicht noch interessant wäre, gibt es eine Akademie Schuluniform? Die gibt es dann, wenn ihr da seid. Da braucht man ja gar keine Kleidung zu organisieren. Naja, natürlich, wir müssen ja schon mit Kleidung ankommen. Wir müssen ja mit Kleidung hinkommen. Ich dachte, wir werden Verbrecher jagen und Sklaven befreien. Ich hoffe, unsere zukünftigen Aktionen werden weniger. Die müssen doch erst einmal klein anfangen. Zuerst war die Beschwerde, von Anfang an saßen, das ist viel zu groß. Jetzt machen wir die kleinen Schritte oder das ist wieder zu klein. Wir müssen doch erst einmal die Silberfedern wieder zusammenbekommen. Danach werden wir eine größere und stärkere Organisation sein, die größere und bessere Sachen vollbringen kann. Mir geht es ja hier um den Aufwand für was wir
Für die Mitglieder der Silberfedern. Das sollte beweisen, dass wir für unsere Mitglieder alles tun. Für unsere Mitglieder alles tun. Es ist ja nicht nur für Mitglieder der Silberfedern. Es ist ja auch für Freunde von Emilius. Müssen wir dann den Magier retten, wenn der so nutzlos ist? Ja! Das hat nichts mit Nutzlosigkeit zu tun. Er ist ja auch nicht sehr nutzlos. Er ist halt irgendwas beibringen. Besonders. Besonders nutzlos. Das habe ich nicht gesagt. Er wird auch seine Qualitäten haben. Natürlich. Er kann mit Frauen ganz gut und kann, naja, geht so. Aber er kann schon einige Zauber. Ja, schön. Wann? Zum Beispiel sich eine Frau Wie ist es das in dieser Mädchenschule? Kann man da jederzeit das ganze Jahr lang eingeschrieben werden? Ja. Einfach so? Ah ja. Gut, das ist immerhin kein Problem. Ja, aber es sind halt Haustiere und Waffen verboten. Ja, mit den Waffen, das dachte ich mir schon. Ein Messer kriege ich da reingeschleust. Dann sollten wir wohl anfangen, unseren Identitäten zu arbeiten. Das wird wohl... Mein Name ist Donna. Donnabella. Ja, gut. Christian. Das war ja schon so geil. Sienna, ich habe eine Frage. Das kam leider ein bisschen zu schnell von Sienna. Man hat das Gefühl, als ob sie schon mal eine Liste mit falschen Namen geschrieben hätte. Ja, ja. Ja, Sienna, ich habe da eine Frage. Mhm. Ist Tonikum eigentlich dein richtiger Nachname? Natürlich. Ich glaube nicht. Wir lassen das so im Raum stehen. Natürlich nicht, das habe ich auch schon erzählt. Gut. Also mache ich mich daran, die Unterschriften zu fälschen und die Dokumente vorzubereiten und euch irgendwie in ein merkwürdiges verwandtschaftliches Geflecht zu quetschen. Viel Glück dabei. Du bist adoptiert. Aber dieser Trank wird keine Haarfarben, Augenfarben oder sonst irgendwas verändern, oder? Nein. Ihr seht aus wie jetzt, bloß als weibliche Version. Aber mit ein bisschen Schminke geht das also, schon. Also, ich denke mal, Emil und ich könnten durchaus als Schwestern durchgehen. Halbschwester. Als, ja, Halbschwestern dann halt. Es ist, als wärt ihr für diese Rolle gemacht. Ja. Und ich bin die, aus der was geworden ist. Ja. Ich weiß nicht. Du hast Kälber aussehen, das ist nicht gerade ähnlich. Erste Ehe. Dritte Ehe, oder? Sehr komplizierte Familie. So wie die meisten Adligen sind. Tja, was 100 Jahre Inzest so machen. Oder es ist unsere Cousine, was auch immer. Ich glaube, Cousine würde besser passen. Na dann? Das wird so schlimm. Wieso denn, Kelvor? Leon sagt es zwar nicht, aber er sieht auch so aus, ob er es denkt, dass es ganz schlimm wird. Aber er bleibt bei der Sache. Und wieso habe ich mich darauf eingelassen? Ach ja. Weil wir Freunde sind, Kelvor. Ja. Weil wir Freunde sind. Das darf nie jemand rausfinden. Nee. Bevor jetzt alle verschwinden und ihren Plänen folgen, ich muss jetzt noch kurz Maße nehmen und ich hole ein.
Faden hervor, wo Knoten drin sind und messe euch alle ab und mache mir Notiz. Finger weg. Nein, Ciana, du brauchst auch ein neues Kleid, so läufst du nicht rum. Ich will mir selbst ein neues Kleid kaufen, ich bin erwachsen. Ich kenne eine gute Schneiderei. Du solltest nicht bei diesem Eingang rausgehen. Bitte? Du sollst nicht bei diesem Eingang rausgehen. Das macht ihn zu einem Ausgang. So kurz bevor beim Vorbeigehen nehme ich so die Höhe von Ciana. Ja, gesagt, sobald die Taverne wieder gut besucht, sollten wir es nicht tun. Momentan ist kein Arsch trotzdem da. Trotzdem könnte von der Straße aus die irgendjemand zuschauen, wie du aus Brot hast. Das ist der Hinterhof. Das ist der Hinterhof. Es ist der Hinterhof. Das ist der Hinterhof. Der Hinterhof. Ergibt Sinn. Ah ja, gut, dann habe ich nichts gesagt. Es ist kein vorgestellter Garten. Trotzdem wäre es doch einfacher. Ist da eine Treppe, eine Leiter bei diesem Brunnen überhaupt? Sie möchte aber nicht an der Küche vorbei. Gut. Du weißt, was du nicht lassen kannst. Mach ich auch. Da ist ein Seil. Hier. Ein Seil. Am Ende des Seils ist ein Eimer. Leon grinst, als er wieder vorbeikommt. Es ist halt der Notausgang. Dann würde ich den gerne nehmen. Okay. Warte, Kelbor! Bei dir reißt das Seil noch mit deiner Muskelmasse. Warte kurz, ich muss mal kurz. Kannst du dich hier neben den Stuhl stellen? Bei dir reißen mir die Nerven. Entschuldigung. Ja, so. Mein Witz, Leon, alles gut. Immer die Brust. Dann machen wir ein bisschen mehr. Ich mich steht kurz da. dürfte. Ist der dann. Oh ja. Ist er dann als muskulös? Ja, natürlich ist er dann muskulös. Du Schuft! Hey! Auf unserer Stelle. Du Schuft und knackt ihm richtig vom Schuh. Ah! War das gut? Zu dolle, Kemo! Zu dolle! Ich hab doch nur ganz leicht. Nein, hast du nicht. Das muss ich überschminken. Alles rot. Sein Handabdruck. Gut. Ja. Bis wir die Operation beginnen, wird sowieso noch ein bisschen Zeit vergehen. Wir werden jetzt nicht gleich morgen dorthin gehen. Das stimmt, wir haben auch gerade noch am Abend. Wir könnten ja noch was essen und zusammen trinken und dann werde ich hier nächtigen und ihr könntet ein Zimmer oben vielleicht bekommen. Es gibt ja keine Zimmer, das ist nur nur Ausschank. Und Musik. Ja, wir könnten euch sicherlich auch was zum Schlafen für hier unten besorgen. Aber es gibt oben. Warte, ich kann dir das zeigen. Es gibt oben noch ein Zimmer. Kurz gucken. Wo bin ich? Ich glaube, ihr seid noch nirgendwo. Ah ja, Schwärze. Es hat noch nicht richtig geladen bei mir. So, jetzt. Es gibt oben ein Zimmer. Das hier. Ja. Das ist auf der oberen Etage. Ich sehe es nicht. Ja. Ja, ich kann euch auch noch dazu holen. Cool. Warte. Das ist der zweite Stock. Ja, geil. Das ist ja wirklich ein riesiges Teil. Ja. Das ist die Galerie. Ah, geil. Das ist die Galerie, genau. Und dann habt ihr hier halt das eine Zimmer. Ja. Gut, dann könnte ich wohl... Die rosanen Sessel. Ja, Rupa hat ja die Einrichtung gemacht. Anderen Taverne. Warum gibt es ja eigentlich keine Betten? Naja, es ist hauptsächlich für die Musik und für den Ausschank. Aber alle Tavernen haben Zimmer. Nein. Nein.
Alle Gasthäuser haben. Zumindest Zimmer. Die, die ich besuche. Das mag sein, weil wir meistens die Tavernen auf dem Weg besuchen. Ja, gut. Ja. Wo man halt sehr viel damit verdient, wenn man dort unterkommt. Also, die Leute verdienen gut daran, wenn wir dort unterkommen. Aber hier gibt es ja auch keine Betten. Nö, aber man könnte auf der Couch schlafen. Und was ist das für ein Zimmer? Das wird auch an Leute für den Abend vermietet, wenn die da sich einfach so ein Separé haben wollen. Ah ja. Jo, momentan haben wir keine Kundschaft. Also wer möchte, kann hier auf der Couch schlafen. Man kann auch die Sofa zusammen. Als würdet ihr das Ding gehören. Hier auf dem Bären kann man schlafen. Ich werde nochmal nachfragen, aber beide haben da sicherlich kein Problem. Ja, entschuldige, aber ich werde einfach zu Hause schlafen. Na gut. Ich bin mir auch noch nicht... Also wenn wir das machen, sollten wir halt ständig hier sein. Das wäre schon besser, wenn wir nicht immer durch die halbe Stadt laufen müssten. Ich weiß nicht, man muss hier nicht schlafen. Es ist ja nur das Hauptquartier, wo man sich zu Besprechungen trifft. Na gut, dann behalte ich mein Zimmer. Das ist deutlich komfortabler. Alles klar. Ich werde mich heute Abend noch um die Konzeptzeichnungen kümmern. Die was? Die Konzeptzeichnungen. Für die Kleider. Für den Plan, für die Kleider. Du entwirfst dich selbst. Ein wenig. Ja, das wird ja schlimm. Noch schlimmer als erwartet. Du kannst schneidern? Jeder hat so seine verborgenen Talente. Ich habe keine. Das überrascht mich nur. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber wenn du das kannst, gut, gerne. Ist noch weniger Spuren, die wir hinterlassen. Ja. Gut. Na dann, einen schönen Abend noch. Da es jetzt schon recht spät ist, muss ich auch gleich mit dem Spiel beginnen. Für wen denn? Für wen? Ich schaue kurz hier runter, ob irgendwer da ist. Ja, es haben sich ein, zwei Leute eingefunden. Oh, ich sollte mich beeilen. Ja, da will ich wir sehen uns morgen. Das möchte ich mir anschauen. Ich gehe mich schnell umziehen. Leon würde wieder nach unten gehen und sich an einen der Tische setzen. Warte, ich hab auch nichts vor. Sjana ist ja schon weg, ne? Mhm. Ja, genau der hier, passt. Wo ist Leon hin? Achso. Der einzige nicht gedeckte. Ja, von mir aus auch der gedeckte, mein Gott. So, als ich einen guten Blick auf die Bühne habe, weil mich das jetzt interessiert, ob er das kann. Lass den hier nehmen, da sind weniger Stühle, wir sind nur zu zweit. Zu dritt. Malfias ist auch noch Zu dritt. Ja, mal, wenn Malfias auch bleibt, dann sind wir zu dritt. Ja, dann passt das ja perfekt. Leon holt sich noch einen Stuhl von... Von der anderen Seite. Von der anderen Seite. Ich weiß ja nicht, was ich von dieser ganzen Idee halten soll. Nichts. Fantastisch, oder? Das könnte von dir kommen, ja. Das habe ich mir wieder gedacht, dass dir das gefällt. Wahrscheinlich hätte es da noch irgendwelche anderen Möglichkeiten gegeben, die du uns aber nicht verraten willst, weil du dich einfach tierisch auf diese Situation freust. Nein. Du kannst nur lachen. Ich werde die schönste Frau sein, die du je gesehen hast. Zumindest hast du dich köstlich amüsiert über die Vorstellung. Das hat man gesehen. Ja, was soll ich sagen? Natürlich habe ich mich köstlich amüsiert. Und ich werde in Zukunft auch noch sehr viel Spaß daran haben. So ist es nicht. Ich werde es nicht leugnen. Deswegen bist du nicht der Anführer. Das ist ein blöder Plan. Der Plan ist sehr gut. Nein, doof. Eine andere Frage. Wird sich keiner wundern, dass die
Weißstücke von einem deiner Fälle weg sind. War ja nicht mein Fall. Im Gegenteil. Und wird auch keiner nachforschen. Du hast Beweise verschwinden lassen. War ja nicht mein Fall. Außerdem war das soweit durch. Das würde uns sehr was erwarten, kann man eh einfach bloß vor sich hin Staub fangen. Ja, hab ich doch auch so. Du hast es nicht gemacht, um einen deiner Klienten rauszuholen. Nein! Straftäter. Nein, sowas würde ich nie tun. Dieb. Unmoralisch. Aber du spielst trotzdem aus irgendwelchen anderen Fällen. Ich hätte nicht erwartet, dass du sowas tust überhaupt, weil... Genau, spricht das nicht gegen deine Moral? Eigentlich warst du ja bisher immer der, der hier groß auf Moral und... Ja. ...sonst was gepocht hat. Weil ich damit niemanden verletze, niemanden umbringe und Leuten helfe. Ich gehe nicht rum, zünde Dinge an oder ermorde Menschen. Das war ein Unfall. Lange eingekerkert, obwohl er es nicht verdient hat. Nein, niemand wird lange eingekackert, obwohl er es nicht verdient hat. Ja, durch mich. Niemand wird durch mich lange eingekackert, obwohl er es nicht verdient hat. So. Ja. Ich gut, zumindest egal. Kenne kein Gegenbeispiel. Nun, hast du das gesehen, wie das wirkt? Das Zeug? Ja. Kannst du genau beschreiben, wie sehr man sich verändert? Verändert sich auch die Stimme? Natürlich, du klingst dann wie eine Frau. Schön. Wenn ich sage, du verwandelst dich in eine Frau, ist das genau das, was passiert. Diese Art Infiltration habe ich bisher nicht oft gemacht. Ich weiß nicht, wie gut ich mich dann dort mit der ganzen Etikette... Das ist ja auch eine Mädchenschule. Du gehst dorthin, um etwas zu lernen. Da habe ich aber viel zu lernen. Das glaube ich auch. Das haben wir alle. Mein bisheriges Leben könnte weiter von einer Mädchenschule nicht entfernt sein. Das glaube ich. Christian. Ja. Kenne ich so ein Merklied für junge Mädchen, um sich so ein bisschen in die Etikette einzuprägen? Ein Merklied. Natürlich. Wenn du möchtest. Das nehme ich für heute Abend im Repertoire auf. Damit Kelle meinen Ohrwurm davon bekommt. Ist der Finger oben, wird man nicht. Ein bisschen schneller verpackt, so dass man dazu tanzen kann. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Solche Jobs wird in Zukunft hoffentlich dann jemand wie Ivo Pharma übernehmen. Bevor du rausgehst, ja, den kenne ich, das ist mein Kumpel. Ich habe mir die rote Weste heute angezogen, das weiße Hemd, die enge Hose. Sind die Beine geschlossen, kannst du auf eine Zukunft hoffen. Wenn Kelbo dann wieder so breitbeinig da sitzt. Ah, das wird nur gut. So. Was macht ihr denn da noch den Abend? Rücken gerade, Kopf nach oben, so kann dich die Mutti loben. Okay, also bei Wein und Bier und Gesang und Lernstrophen für die Mädchenschule, für die Dame von Welt und weiteren lustigen Ideen, wie ihr eure Verkleidung verbessern könnt, lasst ihr den Abend ausklingen? Ja. Was machst du, Jana, noch den Rest des Abends an ihrem Schuppen weiterarbeiten, oder? Nicht an dem Schuppen, aber im Schuppen weiterarbeiten. An Tränken und sonstigen Sachen und würde dann losgehen, um sich also am nächsten Morgen will sie losgehen, um sich Kleidung zu holen.
ja, okay. Ich würde es ein bisschen abkürzen. Also ihr alle macht ja Vorbereitungen. Die könnt ihr gerne tätigen und ihr trefft euch dann wieder und könnt dann zusammenfassen, was ihr vorbereitet habt. Ja? Ist das eine Idee? Ja. Oder gibt es Szenen, die ihr im Speziellen bespielt haben wollt? Nö. Ich meine, bei mir wäre es vielleicht eine Szene, die ganz witzig wäre. Was denn? Weil Leon würde eventuell seine Mutter mal fragen, wie man sich so verhält. Hast du dir meine Merksongs nicht gemerkt? Aber das allein reicht ja nicht, Alter. Ihr seid aber auch sehr, also Malfias kann euch da sicherlich auch helfen. Er ist ja aus. Ja, gut, dann. Ja, es hat ja höfische Etikette gelernt. Dann wird uns das Malfias beibringen, da muss ich jetzt nicht. Na gut. Naja, Leon hat da wirklich nicht viel extra vorzubereiten. Außer möglichst zu schauen, dass niemand vom Glockennuben-Netzwerk ihm folgt. Auch wenn es nicht immer ganz so einfach ist, festzustellen. Mhm. So. Am nächsten Tag wollt ihr euch treffen? Mhm. Ja, ja. Ich schätze mal am Abend des nächsten Tages. Dann werdet ihr euch am Abend des nächsten Tages wieder in eurem Keller zusammenfinden. Als dann alle da sind, in der Mitte des Tisches steht ein großer Krug Tee, der noch dampft, mit Bechern drumherum und Keksen. Da wir. Das nicht testen können. Ist diese Verwandlung irgendwie schmerzhaft? Nicht oder unangenehm? Vermutlich nicht, aber er kann durchaus sein. Du machst dir so viele Gedanken über die ganze Verwandlungssache. Ja, selbstverständlich. Es wird sich immer auch sowieso, du kannst dich darauf nicht vorbereiten, das wird passieren, wir lassen das über uns ergehen und dann ist. Es gab eine gesamte Organisation, die das benutzt hat, also so schlimm kann es ja nicht sein. Wann trinken wir die Tränke? Naja, ich würde sagen, am Morgen des Tages, wo wir aufbrechen wollen. Ich würde sagen. Ich bin sicher, dass es einen ganzen Tag hält. Wenn es nur 10 Minuten dauert, wäre es zu kurz. Deswegen sollten wir 10 Minuten abwarten. Wenn es aber vielleicht 1 oder 2 Stunden dauert, könnte die 10 Minuten schon eine essentielle Zeitverstärkung sein. Ja, das ist wertvolle Zeit, die wir nicht haben wahrscheinlich. Ich würde erstmal auf Malfias warten, sodass er die Sachen vorbereitet hat, die er vorbereiten wollen würde. Ja, das ja sowieso. Und dann würde ich schon mal in den Frauenkleidern, geschminkt, in eurem Fall, dort mit hingehen und kurz bevor wir dann den Raum betreten, wo wir dann auf hohe Würdenträger treffen, dann den Trank trinken. Wie lange wird das denn dauern, die Kleider anzufertigen? Das hat er jetzt letzte Nacht getan. Ich habe den ganzen Tag daran gesessen. Ich hatte natürlich schon ein paar Vorlagen. Ich musste nur ein bisschen was anpassen. Und die meisten Größen hatte ich schon bei Kälber. Dir hat doch jemand geholfen. Gib's zu. Ich gebe ihr überhaupt nicht zu. Ich habe gewisse Talente. Das glaube ich, aber 4 Kleider in der kurzen Zeit. Spielt ja auch keine Rolle. Na gut. Beeindruckend, wenn das wirklich so passiert ist. Heißt, wir haben die Kleider schon. Wann wollen wir das machen? Wie lange brauchst du, um uns dort reinzuschmuggeln? Mal fest. Ich habe gestern heute den ganzen Tag daran gesessen, ein paar Empfehlungen schreiben und Dokumente vorzubereiten. Ich müsste dann bloß noch euren Namen eintragen. Und er zückt eine Feder.
Wir bräuchten einen Familiennamen, einen angesehenen. Vielleicht. Wir sollten keinen Familiennamen wählen, den der allgemein bekannt ist hier. Er sollte doch einen gewissen Ruf haben, damit wir angenommen werden, oder? Dafür sind doch die Empfehlungsschreiben. Ja, ich dachte, dafür sind die Empfehlungsschreiben. Wir sollten etwas nehmen, was nicht so leicht auffliegt, weil jemand die Familie kennt oder... Oder zum Beispiel schon jemand anderes von der Familie auf der Schule ist und so. Ja, ich bin... Weiß ich nicht. Helga... Hannelorinski. Dann kommt, aber ich bin Sophia Hannelorinski. Ich kenne dich niemand, nicht. Niemand kennt all seine Verwandten. Doch, ich. Ich nicht. Besser wäre es, wenn wir irgendeine Adelsfamilie aus einer anderen Stadt nehmen würden, zumindest. Ja, das auf alle Fälle. Irgendwo aus Schiljax. Gut, da findet sich jemand. Schauen wir doch mal. Was hätten wir denn da? Es gibt eine Familie Potitius, von der ich weiß, ziemlich klein und unbedeutend. Oder vielleicht doch lieber die Lepidus. Lepidus, das klingt doch gut. Ah, ich hab's, diesen perfekt. Da sind die vermehren sich wie die Karnickel. Eserninus. 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 Ja. Kannst du das in den Chat schreiben? Ha, hast du? Ach so, schreibt man das. Okay. Ah ja. Gut, dann brauchen wir nur noch ein paar schöne weibliche Vornamen. Und einen für mich, wenn ich mich tatsächlich als ein Eserninus ausgeben sollte. Einen Namen. Wie gesagt, Donner. Ich glaube, ich heiße Corona. Ungewöhnlicher Name. Ich weiß nicht. Der ist nicht so ungewöhnlich. Viele heißen Corona. Das ist ein typischer schwedischer Name. Gut. Und Corona klingt so, als könnte daraus nichts Schlechtes entspringen. Naja. Ich bin... Nicht so ähnlich deinem... Chiara. Ja. Ja. Chiara, ja. Chiara. Ja, und dann geht Malfias Blick rüber zu Leon. Francesca. Ah ja. Nee. Wartet kurz. Jona. Das ist noch nicht ganz... Was hast du gerade gesagt? Fiona. Leon wird kurz nachdenklich. Florineka.
Bitte was Einfaches, damit ich mir das auch merken kann. Eliza. Leonta. Nicht Nein. zu ähnlich. Machen wir Eliza. Gut. Kurz für Elisabeth. Gut. Wie war nochmal der Name von Sianna? Donna. Donna. Wir haben Donna, Corona, Ciara und Eliza. Alles mit A. Was? Achso, ja. Na, ja, das so werden schwedische Namen in der Regel aufgebaut. Eben. Und ich habe überlegt, vielleicht Beato Esernius. Eserninus. Beato Eserninus. Ich habe den schon wieder vergessen. Müssen wir das merken? Wie war das? Beato. Ja, wunderbar. Und er fleißig mit der Feder schreibt er sie Namen ein. Ich schreibe mir das auf die Handfläche. Zumindest den Namen. Ah. Nein, nicht auf die Handfläche. Und Malfias, ich habe da noch etwas vorbereitet. Und greift so in seine Umhängetasche, die er auf den Boden geflanscht hat, und holt 4 Fächer raus. Und gibt euch jeden einen Fächer. Ah, oh Gott. Ja, das Ziel, das muss ich hier durchleben, ja. Alles für den höheren Zweck. Ja, für das höhere Wohl. Für das höhere Wohl. Wie war jetzt noch der gleiche Name? Welcher? Die Malfias. Beato. Beato. Aha. Gut, und es gibt einige Grundregeln. Als Damen dürft ihr nicht fluchen, irgendwelche Kraftausdrücke benutzen, anzügliche Worte, Situation vermeiden. Das wird in den ersten 10 Minuten schief gehen. Ich auch so kommen. Und ansonsten könnt ihr auch euch gerne die Merksätze durchgehen, die Emilius gestern so gut dargeboten hat. Ach, deswegen klang die Texte also so komisch. Ich habe schon die ganze Zeit so einen Ohrwurm von diesem einen Song. Hat doch gewirkt. Ja, aber ich frage jetzt, ob es helfen wird. Naja, wenigstens ein bisschen, hoffen wir mal. Wir sind ja auch nur einen Tag da. Richtig. Aber es reicht auch nur ein grober Fehltritt und die ganze Operation kann. Dann gibt's Züchtigungen, die werden sie nicht einfach rausschmeißen. Am besten unterlasst ihr Themen, bei denen es um sehr maskulin angesehene Dinge geht. Bleibt bei Sachen wie Kunst und Kultur. Und Mode, ja. Von keinem dieser Dinge habe ich auch nur die geringste Ahnung, die weiterreicht als das, was ich selber trage und selber tue. Also gar keine. Ja. Was? Ich interessiere mich für nichts davon. Vielleicht etwas. Wie wäre es mit Blumen und Gestecke?
kenne ich ein paar. Das ist ein Anfang. Da könnte ich etwas... Und es ist ja eine Mädchenschule für Adlige, wenn ihr vielleicht noch etwas Politik einwerft. Keine Ahnung. Ich kann vielleicht ein paar Gesetzesauszüge. Na, besser nicht. Verdammt. Obwohl, es ist ein Anfang. Politik, ja. Mal schauen. Gut. Aber ansonsten vielleicht auch über Tanz und Musik. Ja. Wir werden Gesprächsthemen finden. Ja. Auf alle Fälle Themen wie Waffen, Kampfkunst unterlassen. Was wird auf der Schule nochmal unterrichtet? Es ist eine Mädchenschule, also alles, was die Dame von Welt wissen muss. Waffen, Kampfkunst. Unterlassen, genau. Aber das muss man doch den Leuten beibringen. Ich denke, wenn es sich vermeiden lässt, sollten die Leute, die sich damit nicht auskennen, sowieso schon keine Gespräche suchen. Ich bin sehr schüchtern. Ja, so können wir das doch sagen. Nur wenn es sich nicht vermeiden lässt. Aber das wird so großartig. Irgendwie diese Kriegszeit. Ja, wir werden alles Mögliche noch unterrichten. Bestimmt auch noch etwas Mathematik und Lesen und Schönschrift und so etwas. Was ist, wenn uns jemand dafür zu... Ihr seid halt die Unschuld vom Lande. Ihr kennt euch nicht so aus mit der Zivilisation. Aber deswegen kommt ihr ja zu der Schule, um dort etwas zu lernen. Richtig. Es ist ein Tag. Ein Tag. Was soll an einem Tag so alles schief gehen? Richtig. Es kann alles schief gehen. Glaub mir, ich weiß das. Also, wir müssen dann noch eine gute Kutsche mieten, damit wir mit irgendetwas da anfahren. Und dann... Ja. Wer wird die Kutsche fahren? Berto? Nein. Das ist ein Arsch. Ich oder wie? Was? Nein, alles gut. Leon oder wieder, dass du die ganze Zeit hinterfragst. Nein! Na, der gemietete Kutschenfahrer. Der Kutscher. Ja, genau, der Kutscher. Ashton Kutscher. Eine Ahnung haben, was wir da tun. Er darf natürlich in dem Moment nicht reingucken, wie wir in die Kutsche gehen. Ich organisiere da etwas. Natürlich. Na gut. Nur rein kommst du nicht. Ich glaube, dann haben wir alles. Wird schon schief gehen. Natürlich. Kannst du noch irgendwo in deine Notizen schreiben, dass ich krank bin und Medizin nehmen muss? Ja, natürlich. Gut. Gibt es noch irgendwelche Besonderheiten, die ich weitergeben sollte? Von meiner Seite aus nicht. Nö. Aber Emil, die Freya. Frana! Sie heißt Frana. Ja, eben diese. In welchen Kreisen wird sie sich vermutlich befinden auf der Mädchenschule? Eher bei den Streberinnen oder bei den hippen Kids hinter der Sporthalle? Ich habe sie mir noch nie in der Schule vorgestellt. Ich war auch selbst noch nie in der Schule, also... Das merkt man. Das erklärt so. Ich auch nicht. Ich hatte Privatunterricht. Ich auch. Ich auch.
Ja, sie ist eine Frohnatur und recht begabt, was das Ding angeht. Aber ich glaube nicht, dass sie eine wirkliche Streberin ist. Also denke ich mal bei den Hippen. Ja, gibt's natürlich auch. Der Tonhalle. Sag mal, könnten wir ihr nicht eigentlich auch einfach einen Brief schreiben, in dem wir uns fragen, ob sie... Da könnte sie doch auch irgendwie anders kontaktieren. Fällt mir gerade so auf. So wie ich das gehört habe, kontrollieren die Lehrer alle Briefe. Man muss es ja nicht so offensichtlich reinschreiben. Keine Geheimsprache. Man kann ja so tun, als ob man irgendeine Verwandte wäre. Irgendwas reinschreiben, was sie erkennen würde, was nur du kennen kannst und so weiter. Um erstmal zu wissen, ob sie dort freiwillig ist oder festgehalten wird. Das wäre auch eine wichtige Information. Ja, das wird sie wahrscheinlich auch nicht reinschreiben können, ohne dass kontrolliert und dann die Briefe weggenommen werden. Ja, und dann vielleicht merkt sie dann nicht, was wir reingeschrieben haben und schreibt irgendwas zurück. Und dann wissen wir nicht, ob sie es jetzt verstanden hat oder nicht und versuchen, in das, was zurückgekommen ist, irgendwas hineinzuinterpretieren. Außerdem, vielleicht schreibt sie auch zurück, aber da wir dann uns als irgendwelche Verwandte aus fernen Ländern abzugeben haben, schreibt sie dann an die Verwandte aus den fernen Ländern, weil sie nicht weiß, wo wir sind oder wie sie das dann schicken soll. Ja, wir hätten natürlich einen Brief geschrieben als Rupa und Esna. Können die nicht einfach besuchen kommen? Nee. Nicht. Ich sehe schon, das war ja nur eine Idee. Die ganze Schule ist sehr streng und da geht es hauptsächlich darum, dass sie eben nicht mehr bei den Eltern sind. Klingt nach einem Gefängnis. Nicht wahr? Ich glaube, das ist das Problem, um das es hier die ganze Zeit geht. Exakt. Okay, dann sollten wir jetzt langsam mal zur Sache kommen. Gut, ich organisiere den Kutscher und eine Kutsche. Hole euch ab, ihr haltet eure Getränke bereit und ich mache die Vorstellung und gebe dann eine Nachricht an den Kutscher weiter, dass er euch dann reinbringen kann, sobald ich alle vorgestellt habe. Und hoffen wir, dass das gut geht. Ich schminke euch in der Zwischenzeit. Dezent. Na klar. Für diesen Moment habe ich mich gefürchtet. Dann, wenn du mich schminken musst, dann bitte mit sehr viel Eyeliner und dunkel. Natürlich, Ciana. Natürlich. Mach ich nicht. Dann werde ich jetzt alles sein. Ich schminke so, dass es angemessen ist für edle Damen. Dezent, aber schick. Der Naturlook. Ich gehe mich im Spiegel anschauen. Ich gehe mich absichtlich nicht im Spiegel anschauen. Bei Kälber muss ich Emil die ganze Zeit ein Lachen unterdrücken. Wobei tatsächlich mit Schminke Leon jetzt schon sehr viel weiblicher aussieht, bei Elf und so. Guck mal, Leon hat den Trank schon genommen. Haha. Ciana guckt im Spiegel einer schönen jungen Dame entgegen. Ja, widerlich. Nein! Ja, du musst wahrscheinlich auch die markante Narbe am Kinn. Ja, bei Kälber auch die Augen. Ja, am Hals wusste ich auch und ich habe einen schönen Darmschal noch. Ich habe zumindest nur welche am Rücken. Ja. Das wird nur gut. Ich setze Blobby auf den Tisch. Oh, haben edle Damen nicht auch oft Haare am Kinn? Nein, geflochten oder sowas. Frisuren gemacht. Ja. Stimmt.
ist die Frage, ob die Haare etwas wachsen, wenn ihr den Trank getrunken habt. Ja. Das ist sexistischer Trank. Das ist ein sehr sexistischer Trank. Aber das musst du den Leuten erzählen, die ihn gebraut haben. Das ist ja gar nicht so blöd. Abschneiden kann man sie sicher dann noch. Dann müsste man, glaube ich, dann müsste man dann erst trinken und dann könnte man geflochten werden. Ob wir da für die Zeit aufbringen wollen? Ja, wir könnten vielleicht schon, wenn wir die Haare, die wie sie jetzt sind, wahrscheinlich... Flechten geht wahrscheinlich schnell, ja. Nee, kämmen oder sowas. Ich weiß nicht, wie das... Ihr seid doch die Experten da drin. Worin? Ja, in dem ganzen Etikettezeug. Ja, gekämmte Haare sollte man haben. Aber auch, also nicht nur, wenn man in der gehobenen Gesellschaft unterwegs ist. Genau das dachte ich mir. Ich kann Haare flechten. Wie schnell kannst du das? Und woher kannst du das? Warum kannst du das? Er hat viele Schwestern. Viele Schwestern. Gut, ich frag dich weiter nach. Also so. Er hat da sicherlich einige Tricks, womit das ein bisschen schneller geht. Wir können uns ja auch gegenseitig helfen. Wenn man das kann, geht das ganz schnell. Mhm. Dann macht Kelbo das gut. Ich greife einmal in den Schleim und gehe mir so damit durch die Haare und gehe mir quasi im Prinzip die Haare nach hinten. Alter. Hat der Ohrschlag ist Schleim. Ja, er riecht nach Pfefferminz. Pfefferminz, oh ja. Stimmt, Pfefferminz, das hast du gar nicht schon mal erzählt, ja. Was zum... Beste Haustier ever. Ist die Kutsche schon da? Zieht euch die Kleider schon mal an. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Können wir die nicht auch da anziehen? Nein, die sollten wir vorher anziehen. Das stimmt. Ja, wir müssen von aus schon vorher so aussehen, selbst wenn der Kutscher jetzt gekauft ist oder was auch immer. Dann zieht sich Kelbo sein rotes Kleid an. Sierra sitzt da mit einem Glas Wein und schwenkt es so beim Schau mich nicht an. Ja, was tragt ihr denn so? Oder wartet, wir machen das anders. Ihr bereitet euch entsprechend vor. Und Malfias kommt dann mit der Kutsche an den Hintereingang der Taverne. Und ihr seht, es ist eine edle Kutsche und vorne auf dem Kutschbock sitzt Goslin. Der scheint wohl eingeweiht worden zu sein, soweit wie nötig. Warum nicht wohl, Leute? Auch gut. Aber Volus stelle ich mir vor, dass der sich eher verplappert. Ich wünsche euch viel Erfolg, meine Damen. Meine Herren, Damen. Wollte ich sagen. Das ist das, was ich gesagt habe. Höher, Patsches! Ich finde, eigentlich hast du recht. Ritter Volus ist eigentlich lustiger. Ritter Volus entsprechend. Gerne. Vorne auf dem Kutschbock. Ach nein. Der euch reinschleust in die Kutsche. Geben wir eigentlich jetzt nochmal Geld aus für edle Kleidung? Ich gebe nochmal Geld aus für edle Kleidung. Kannst du gerne machen oder können wir dann gerne machen, respektive der gute Emilius hat ja auch welche geschneidert. Das, was der auch kann. Ja, ich habe mir selbst geholt. Ich habe dir trotzdem ein Kleid gemacht. Oh. Malfia setzt euch, oder respektive die Kutsche ab, vor den Mauern, vor den Zäunen von Madame Ducures Mädchenschule. Und geht hinein. Es dauert eine ganze Weile, die Malfias in
der riesenhaften Villa mit den Türmen verbringt, umgeben von einem, ja, parkhaften Areal. Und ihr befindet euch noch einmal davor, vor den Mauern mit einem großen, gusseisernen Tor. Malfias ist dort hinein und scheint euch vorzustellen. Nach einer Weile kommt Tritt angeflogen und setzt sich auf die Schulter von Volus. Volus dreht sich um. Das ist das Zeichen! Ich werde uns jetzt hineinbringen!